mystischen Vorführungen und ritterlichen Kämpfen wurden die Besucher der Vollmondnacht auf der Riegersburg in vergangene Zeiten geführt. Ihnen wurde ein breites Spektrum an Attraktionen für die ganze Familie geboten. Vermählen! Schert euch zum Teufel! Also besonders ist bei uns zumindest der Kampf auf dem Pferde, wir haben einen Turnierkampf hier, wir haben Ritterkämpfe mehrmals in den Burghöfen, wir haben einen Hexenritt als Abschluss, der tollste über die Burggräben heruntergeht und dann haben wir die verschiedensten kulinarischen Tollheiten, Bogenschießen kann man hier, also es gibt für klein und groß, sogar klettern kann man am Abend unter dem Vollmond. Die Ritter zu Riegersburg und der Ritterbund Reckersburg zeigten bei Turnieren mit Schwert und Pferd ihr kämpferisches Können. Beim Ritterkampf hoch zu Ross und ebener Erd wurde den Besuchern dann richtig eingeheizt. Wir haben Ritterkämpfe zu Pferd eigentlich da. Wir haben ein tolles Kinderritterprogramm, wo es auch Stationen gibt, wo Wurfsterne, Wurf zum Beispiel ist, wo die Kinder auch auf den großen Pferden mitreiten können. Dann gibt es oben im Burghof Schaukämpfe, wo auch ein Theaterstück aufgeführt wird, der Pakt mit dem Teufel. Dieses Theaterstück ist extra für die Vollmondnächte heuer geschrieben worden vom Ritterbund zu Reckersburg. Es gibt tolle Burgführungen mit Hofgetratsche durch die Burg, wo eben unsere Sabine auf gekonnte Art und Weise durch die Burg führt. Also wirklich ein tolles Programm für Groß und Klein. Die Besucher konnten dem Burgschmied bei der Arbeit zusehen und sich das alte Handwerk erklären lassen. Die Riegersburg ist das Wahrzeichen unserer Region, des Thermen- und Vulkanlandes. Die Riegersburg ist auch im Zentrum unserer Region, direkt an der Vulkanland Route 66, an der Schlösserstraße. Und sie hat natürlich einiges zu bieten. Und viele Gäste kommen auch deshalb zu uns in der Region und besuchen natürlich viel, viel mehr Betriebe, die rund um die Riegersburg sind. Und das ist natürlich sehr, sehr schön für unsere Region. Die Zusammenarbeit mit dem Thermen- und Vulkanland ist großartig. Wir sind, wie Sie sagen, ein Aushängeschild wahrscheinlich und auch der Leuchtturm dieser Gegend und Region. Aber also wir sind uns der Verantwortung bewusst und ich glaube, wir werden auch sehr gut transportiert über das Thermen- und Vulkanland und sind darüber auch sehr dankbar. In der Burgtaverne konnte man sich natürlich auch kulinarisch und musikalisch ins Mittelalter versetzen lassen. Durch die sommerlichen Temperaturen konnte der Abend mit Blick auf die Burg und den Mond gemütlich ausklingen.